Das wird mit Sicherheit Auswirkungen auf die Landtagswahlen haben. Wenn die Bürger erleben, einfach aufgrund von den Nachrichten, die kommen, dass in diesem Land etwas in Schieflage geraten ist, dass die innere Sicherheit, wie wir sie früher hatten, nicht mehr da ist, dass sich Leute bisweilen abends nicht mehr auf bestimmte Plätze trauen und vielleicht nicht mehr trauen, mit dem Zug oder mit dem Bus zu fahren. Und das ist eine Entwicklung, die kann so nicht bleiben, der müssen wir engagiert entgegentreten. Und da ist die AfD die politische Kraft, die dafür steht, das auch wirklich engagiert und ehrlich zu machen, nicht nur vor der Wahl zu sagen, sondern nach der Wahl auch zu tun. Selbstverständlich wird das auf die Landtagswahl eine Auswirkung haben. Es ist ein bedrückendes Phänomen, dem wir als engagierte und aktive AfDler uns aber entgegenstellen. Wir stellen uns hier auf die Straße, egal ob da jetzt jemand kommt und der uns beispielsweise fotografiert oder nicht. Wir stehen für die Sache unseres Landes ein und wir stellen uns hin, und auch wenn es mal ein Problem gibt, wir machen das für unser Land.